So, willkommen Freunde, es kann weitergehen. Wir haben ja die Pipeline umgelegt und müssen jetzt hier nochmal mit einigen Leuten reden. What happened? Sprat fell into a transformer again? Reden wir erstmal mit ihr hier. I'm not in the lightest of humors right now. The matter's been weighing on me. I'm staying put until I know what's become of Zoe. Don't want that question haunting me all the way back to the cannery. Okay, irgendwie ist das seltsam, weil die Fragen wiederholen sich ja immer, ne? I'll tell you what I can. Können wir nochmal eine andere stellen? Vex me. If she told anybody, they ain't telling me. I'd check her room, but I got yelled at for snooping once already. Well, enough to know we never got on. Zoe and Stefan were close. If anybody knows the workings of her mind, he does. Could be. Dangers aplenty out there. No telling why marauders would steal somebody like Zoe. Got no useful skills, far as I could tell. Okay, Thema wechseln. Gespräch verlassen. Gesundheit. Dankeschön. Any luck finding one of those manuals? I've been thinking about going back. I'm not much used to anybody here. I get sick thinking about working at the cannery. I can't do that again. Kann ich verstehen, dass er da nicht arbeiten möchte in so einer Konservenfabrik. Suppose if I had one of those, I could go back to Reed and make a real case for myself. What's on your mind? Luck, mostly. Nothing's needed serious repairing yet. Nothing's broken down that we can't just replace with something scavenged from the outskirts. Well, not until the power war sich der Typ, cut out. Der vorhin behauptet hat, me sidelong looks, expecting me to work some miracle to get the generator humming again. Was verwechsel ich den gerade? Couple months. This camp's my home. People you see milling about, they're my family. At least I think of them that way. I owe them my life. Would have died in the wilderness if they hadn't chanced upon me, starving and delirious. So, was hast du da draußen in der Wildnis gemacht? We all left the cannery for one reason or another. Me? I was let go. Mostly on account of my incompetence. I mean, I was incompetent. I couldn't even survive on my own. Grace found me, Adelaide took me in, I've been on my feet ever since. You weren't incompetent. You just didn't fit the cannery. Not like here. This place had a U-shaped hole and now it doesn't. You could stay, you know. Here. I'd be happy to... I mean, we could really use... this isn't coming out right. If you want... das wäre schon fast gescheiterter Flirtversuch, würde ich sagen. So. Was gibt's denn... Any luck finding one of those manuals? Also hier haben wir ja schon alles gefragt, ne? What's on your mind? Ach, hier gibt's auch eins. Ja, nur zum Verlassen. Mehr spuckt er ja hier nicht aus, irgendwie. Gibt's... Ah, habe ich jetzt gebrannt? Nee. So, verfügbare Vorteilspunkte. Langsame Welt. Ich bin übrigens von Joypad auf Tastatur umgestiegen, weil mir das Aiming so auf den Sack ging. Ganz ehrlich, also mit dem Joypad Aiming, das ist echt das allerletzte. So, wir gehen jetzt mal zurück. Ich habe keine Lust mehr hier zu quatschen. 425. So, wahrscheinlich hier lang. Na, hier können die Waffe auch wieder wechseln. Ey, das Aiming ist ja Gold wert hier. Aber mit Joypad oder so, das war ja Katastrophe.
Ich habe mit den beiden schon gequatscht. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mit denen nochmal quatschen soll. Also da war jede Frage irgendwie nicht mehr weiß unterlegt, sondern grau unterlegt. Das heißt, ich habe schon alles gefragt. Mal gucken, wo es mich hin verschlägt. Ja, hier liegen überall Leichen rum. Die Schläger, die ich umgeschossen habe. Aber die haben leider nichts gehabt, was ich irgendwie farmen kann. Also einsammeln kann. Das ist ja ein bisschen schade. Sehr gut. So, genau. Wo müssen wir denn jetzt? Meter. Ah, hier geht's rein. Jetzt Edgewater. Mal gespannt, was der gute Mann uns zu erzählen hat. Jetzt die Frage, ist er uns dankbar? Oder sagt er schön, dass ihr den Strom umgeleitet habt, aber ihr könnt nicht mal. Ich helfe euch trotzdem nicht. Dem Konduktor, das kann ja... Ist das ein Konduktor? Ich sag das einfach mal so. Kann ja sein, dass das Ding so hieß. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Bin ja mal gespannt, ob er sich an seinem Wort hält. Mann, wir haben die anderen da so ein bisschen verärgert und verprellt. Also... Frage ist, was denn jetzt hier meine Aufgabe? Landeplatz von Edgewater entdeckt. When I was little, we'd get freighters in every Sunday noon. Now they only come but once a month. 64 Meter. Gehen wir da mal rein. Mit den anderen zu reden kann doch nur eine Nebenmission sein, oder nicht? So, warum soll ich denn da jetzt... Verstehe ich nicht. Okay, wir laufen mal weiter und gucken mal, ob wir da irgendwas entdecken. Irgendwie komisch, ne? Jetzt zeigt er wieder an 84, 85 Meter, dass wir durch die Tür gehen sollen. Dann gehen wir durch die Tür und, zack, und gehen geradeaus und zeigt das wieder umgedreht. Das ist merkwürdig. Ist mir mal am liebsten, er will nicht reden. So, Tagebuch. Was ist denn unser Auftrag? Überrede die Deserteure zur Rückkehr. Beseitige Reed aus Edgewater. Bringe Reeds Nachricht. Okay, das haben wir gemacht. Okay, wir können Reed auch abballern hier in Edgewater. Muss ich natürlich nur wissen, wo ist Reed. Aber gibt es hier eine Karte oder so? Ja. Space Choice Kantine. Aktiver Auftrag. Volle Energie. In aktiver Auftrag, Fremden an Fremden.
Okay, wir können ja mal in die Kantine reingehen. Ist das die hier? Ich habe ein bisschen Probleme mit der Orientierung. Ah, hier. Jetzt zeigt das... Ist das überhaupt... Oder ist das wieder der Flughafen? Gucken wir mal. Bisschen komisch von der Orientierung her. Hey, Miss Parvati. Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls. And low, low prices. Hm. Yeah. Pleased to make your acquaintanceship. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich das abbrechen kann. Ich denke mal, wir sollten uns auf die... Name Silas. Ob das Hauptquest konzentrieren. We're all part of the Spacer's Choice family. So, Gespräch verlassen. So, nochmal rein. Scheiße, ich hätte mir mal merken sollen, wo der Typ sitzt. Jo, geradeaus, alles klar. Dann gehen wir mal da erstmal rein. You're not a big drinker, are you? The latest report. Said we ain't making our quotas. Ah, das ist der Toilette, okay. Ich dachte, das wäre der Fahrstuhl. Fahrstuhl ist wahrscheinlich hier. Geht's denn hier hin? Ach, hier geht's auch um, alles klar. Ah, ich kann sogar auf andere schießen. So faszinierend. Aber es ist besser, dass ich jetzt abhaue, weil jetzt habe ich ein bisschen Scheiß gebaut hier. Ich hoffe, wenn ich hinter der Mauer verschwunden bin, dass sie sich wieder ein bisschen beruhigen. So, pass auf, wir erfüllen jetzt erstmal unsere Mission. Dass ich da weggelaufen bin und einfach davon ausging, dass ich das nicht machen muss. Klar kann ich jetzt optional den Typen noch killen, aber ich habe eben gesehen, wenn ich einen kille, dann kille ich alle irgendwie. Oder die wollen mich dann killen. Das macht keinen Sinn. Die machen wir es auf vernünftige Art und Weise. Wir überreden die jetzt, dass sie wieder an der Konservenfabrik arbeiten. Und dann müsste Ruhe sein. Ob ich in die Richtung gehen kann. Ob ich hier überhaupt hochkomme. Ich will mir einige Abkürzungen ersparen. Ja, anscheinend nicht. Ah, hier müssen wir hoch. Also die Grafik ist nicht schlecht. Aber okay, es ist halt... Könnte auch ein bisschen anders sein irgendwie. Noch ein bisschen besser, sag ich mal. Aber wahrscheinlich ist das Game so groß, dass es deswegen nicht so einfach geht. So, wir reden jetzt mit denen und erfüllen mal hier unseren Auftrag. Any luck finding one of those manuals?
I've been thinking about going back. Not much use to anybody here. I get sick thinking about working at the cannery. I can't do that again. Sagt ja immer dasselbe. I mentioned those manuals on mechanical engineering. Suppose if I had one of those, I could go back to Reed and make a real case for myself. Also mit ihm brauchen wir eigentlich gar nicht mehr reden, deswegen wundert mich das. Sich da. Keep your wits about you, friend. Ihr reden muss, so jetzt muss ich mit ihr nochmal reden. I'm not in the lightest of humors right now. Sie sagt eigentlich auch wieder dasselbe. Siehst du, die sind alle grau markiert. Don't see why Thomas can't just get the generator up and running. Something I can help you with? You mean Zoe? Yeah, we were pretty close. Not like her to go loping off. Zoe and I were gonna watch the serials, as is our custom. She never turned up. I looked around, but she was nowhere to be found. You sound like some type of corporate fixer asking all these questions. Zoe was always obsessed with this serial. Masked Marketeer. A scion of Byzantium turns to banditry and teaches his marauder companions the wisdom of free market economics. Shame she up and vanished when she did. I had a surprise lined up for her. Okay. The other day I got my hands on a genuine copy of the latest Masked Marketeer. I was gonna surprise Zoe with it, but she was gone the next day. Wird natürlich wieder riesig sein, das Game, gerade wenn man sich mit Leuten unterhält, dann kriegt man wieder eine Nebenmission. Can't say I recall Zoe ever acting strange. Well, except for her habit of writing things down on scraps of paper. She called it journaling, but I think it's just plain odd. Hey, I got time. I'll help if I can. Keep your wits about you, friend. Keep your wits about you, friend. I don't know how much longer... Don't know how much longer we'll last without power. Zwei Meter, so, ich soll mit ihm reden. Jetzt rede ich mit ihm. Any luck finding one of those manuals? Er will immer irgendein Lehrbuch haben. Also mal Gespräch verlassen, dann gucken wir nochmal auf der Map. Schnellreise. 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 Ah, wir können auch schnell reisen. Okay, das ist ja schon mal gut. So. Inaktiver Auftrag. Ein paar Seelenverwandte. Inaktiver ähnliche Ingenieur. Die Frage, wo bin ich denn jetzt? Spielerposition. Okay, ich müsste ja hier sein, ne? Er will immer ein Ingenieursbuch von mir haben, das verstehe ich nicht so ganz. So, aber es steht auf jeden Fall, ich soll mit denen quatschen. Adelaide's okay. Kann ich ja mit ihr nochmal irgendwas reden? I'm not in the lightest of humors right now. I'll tell you what I can. Okay, das ist auch alles untergraut. What is it? Das bringt nichts. The matter's been weighing on me. I'm staying put until I know what's become of Zoe. Don't want that question haunting me all the way back to the cannery. Hier ist auch nichts. Ah, jetzt kann ich hier wieder hingehen und mit ihm quatschen. Er fragt mich immer wegen irgendeinem Buch, so ohne Strom. I've been thinking about going back. I'm not much used to anybody here. I get sick thinking about... I mentioned the... So, das kürzen wir mal ab. What's on your mind? So, die sind auch alle grau. Ich soll die überreden, aber... Okay, pass auf, wir machen mal Folgendes. Er sagt ja mein Ingenieursbuch. Wir gucken mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Äpfel. Sehr gut. Hier kann man natürlich einsammeln wie so ein großer, ne? Ist auch geil, dass ich immer am Mülleimer hier rumsuchen muss, um was zu finden.
Gucken wir noch mal hier rein. Na, mit ihr können wir auch reden. Look at that. This... Ja, warum kann ich mit ihr nicht reden? The snakes come back. Ach, die will mit uns gar nicht reden. Okay. I think you did the rightest thing you could sending the power back to Edgewater. A lot of people would have suffered otherwise. People I care for. That's on account of how I never met her. I don't rightly know. She was in another division of the Spacer's Choice family. She worked in the Vale a few months, sorting the cannery computers. Her contract said any kids she had expect... It's sensible. Dad just fixed machines. She did some kind of crazy math, high-level stuff. Better to raise me on his time than hers. He's just interested in fixing stuff. Naja, der hat voll mit ihr geflirtet. Von wegen, Thomas ist interessiert. Ich glaube auch, da steckt was anderes hinter. I'm just glad he's alive. That he's okay. I mean, when Mr. Thompson said he was fired, we all expected the worst. If he wants... In the bar? When I asked if you were a drinker? Sorry. I know, it's none of my business. Strong drink makes me sick. And it makes me real sad. I start thinking about things I oughtn't, and then... Well, never mind that. You got better things to think on. Sorry. Ja, dafür muss ich nie entschuldigen. It's what I do. You'll tire of it soon enough. So, versiegelt. Vermute mal, ich muss dieses Ingenieursbuch finden. Okay, den habe ich mir jetzt besorgt. Sind das besser? Auch komisch, ne? Kehre zu Unreliable zurück da. Okay. Zum Beispiel auch gar nicht, dass mir den hier besorgen muss. So, dann gucken wir mal. Landeplatz von Edgewater. Gehen wir mal hier hin. So, jetzt haben wir ja unser Gerät, das müssen wir jetzt eigentlich nur noch einen Typen geben hier, ne? Is this your ship? Oh my star, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive model? Oh, gosh. Listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship, working on a real engine, belonging to a proper crew. I'm the only decent mechanic Edgewater's got, but every time I think of going back, I get this sinking feeling. So, ich kann es verstehen, dass du dich zurück willst. Du warst nicht besonders glücklich in Edgewater. Würde ich sagen, du warst noch nie auf einem Schiff. Ich würde auch sagen, dass. And you're right. I wasn't happy. I want to ask you something, and you can say no. But can I come with you? I could tend to your engine. Klar, I know my G-valves from my catalyzers, and I can keep your ship singing. And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. What do you think? Wir können immer jemanden gebrauchen. Ich nehme dich gerne mit, suche dir eine Kabine aus, in der du bleiben möchtest. Yes! I mean, thanks. You won't regret this, mister. Ja, dann machen wir sie doch glücklich. Warum nicht? Also. I can call you Captain now. I got a Captain. Captain, I have detected that Edgewater's power supply is now optimal.
I applaud your willingness to invest your time in the local community. So, jetzt ist die Frage, wo setze ich den denn ein hier, unseren komischen Konduktor? What can I do for you, Captain? Vielleicht kann ich ihr das sagen. Ah, ja, genau. Do you know how to install a power regulator? Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you, across the cargo bay, up the ladders. Okay, auf der anderen Seite die Treppe hoch. Ist der Maschinenraum. Ah, super, alles klar. Hier hoch. Ich bin mal gespannt, ob ich das reparieren kann. Ja. Sehr gut. Sprich mit Ada. Ada ist das, Ada ist der Computer, ne? Muss mir mal die Namen auf jeden Fall merken. Das ist die Werkbank. What can I do for you, Captain? So. All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the unreliable into low altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Ah, sehr gut. Das ist ja mal geil. Wir können hier weg, wer weiß, wo wir landen. Und das ist mal, das war von der Grafik her gar nicht so schlecht. Received a communication request from Dr. Phidias Wells. Ah, there you are. Hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Mir ist er ein bisschen schwindelig, außerdem kann ich Zeit verlangsamen. Ja, aber es ging mir nie besser. Good, great, excellent. Let's move on. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Kulkelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Das ist immer sehr interessant, ne? Er schickt mich immer irgendwo hin und sagt, ja, ich, kein Problem, ich kenne die Leute. Und dann kommst du da an und das Erste, was sie dir entgegenstrecken, ist eine Waffe. So. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. Aber wir wollen ja nicht kleinlich und nachtragend sein. Wir klären das schon. Apparatus of my own design. Cutting edge technology, years ahead of its time. I call it the holographic shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. So, ich nehme Holoment. Ja. Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. So. Wo ist unser Termination?
So. Ja, Monarch, da wollen wir doch hin. Das ist immer geil. Das Raumschiff sah eben aus wie, wie so ein Rollschuh oder so. Cascadia is utterly seething with dangerous, highly aggressive creatures, more than capable of tearing you limb from limb. You'd have to be a lunatic to land in Cascadia, and I'm reasonably certain I tested your brain for incipient signs of insanity. Trust me, talk to Gladys Kulkelly. Wir werden Gladys auf jeden Fall finden. You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. I need those chemicals to revive the Hope's colonists. They can help us fight back against the Board. They can help us set things right. Da muss ich sagen, wiederholt er sich. Er sagte wieder, er will auch Chemie für die Kolonisten, um die zu erwecken. Das hat er uns aber schon mal erzählt. You'll want to hire the services of a skilled guide. I recommend a hunter by the name of Neoka. Frequents the drinking establishments of Stellar Bay. Very hard to miss. Once you have everything you need, make your way to Hiram Blythe's compound. Okay, in Ordnung, bis dann. Wir wollen ja gar nicht so groß quatschen. On the Hope is counting on you. Captain, an unusual wavelength is coming through Monarch's Aether Wave frequencies. The Eternal is in us all. The OSI would have you believe that your place in society, indeed in the universe, is preordained. A man who works in the mines of Hephaestus, coating his lungs in mercury dust for not but a few bits a night, this fate is set in stone? When he dies young, coughing up black blood, his part in the grand plan? No, I say. Greatness is in everyone. Not just those so fortunate as to have been born into prosperity. Versteht mich nicht falsch, das Spiel ist nicht schlecht. Aber mir geht das echt langsam auf den Sack, dass ich nur am Labern bin. Also echt. So, war das? Hört sich wie ein Haufen Schwachsinn an, so. I am inclined to agree with your assessment. By which I mean, I have been systemically programmed to do so. So, willkommen auf der Systemkarte. Hier kannst du alle Planeten des Systems sehen. Dazu ein paar relevante Orte. Okay. Ja, Begleiter auswählen. Ist ja nur sie da, also. Wem soll ich da nehmen? Ich habe ja nur einen. Oder eine Begleiterin. So. Freunde, ich würde aber sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir werden es jetzt mal weiterspielen. Auch wenn ich es 2 Stunden gespielt habe und gemerkt habe, naja, ist vielleicht nicht ganz so meins. Bin ich es euch doch schuldig, das einfach zu Ende zu zocken. Und ich habe es auch gekauft und warum sollte ich es dann irgendwie nicht zocken, wäre auch dämlich. Vielleicht gefällt es mir dann irgendwie nach ein paar Stunden Spielen noch. Aber es ist einfach viel zu viel Gelaber hier. Okay, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst mal ein Abo da. Daumen nach oben. Schreibt mal ein paar Kommentare, wie euch das Game gefallen hat. Oder wie ihr das findet. Also, ja, es ist halt, glaube ich, so ein bisschen Geschmackssache. Man muss sehr geduldig sein. Ich würde lieber rumlaufen, ein bisschen mehr ballern. Aber hier ist halt sehr viel mit Konversation, Kommunikation gefragt. Ob das immer so notwendig ist, weiß ich nicht. Versuch so knapp wie möglich zu halten mit dem Gequatsche. Ich lieber Hauptmissionen machen, fertig. Okay, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Und sage dann, bye, bis zum nächsten Mal.